Deborah Harold bereitet sich auf das Wochenende vor. Es steht nämlich der Grand Prix von Deutschland an. Sie ist mit ihrem indischen Team zum ersten Mal dabei. Deborah stammt von den Andamanen und Nikobaren Inselgruppen und fährt seit 6 Jahren Rennrad. Die Strecke hier im Cottbusser Radstadion ist für sie aber neu. Ich trainiere sonst in Hallen. Auf so einer Außenstrecke ist es sehr windig. Mit den Reifen, die wir benutzen, haben wir bei starkem Wind eine schlechtere Kontrolle. Es ist der 27. Große Preis von Deutschland. Doch erst seit 21 Jahren wird er in Cottbus ausgetragen. Vorher war er in Leipzig. Ganze 17 Nationen nehmen dieses Wochenende teil. Darunter auch Olympia- und WM-Sieger wie Maximilian Levy oder Robert Förstemann. Axel Viertler ist der Geschäftsführer vom Radsportclub Cottbus und gleichzeitig der Veranstalter. Natürlich nimmt auch der RSC am Wochenende teil. Für Axel Viertler ist es eines der Ereignisse des Jahres. Die Starterfelder sind immer größer geworden. Hier trifft sich ein Teil der Weltelite in Cottbus. Und das zeigt halt auch die Qualität der Veranstaltung und halt auch das Starterfeld ist schon etwas erlesener. Die Disziplinen sind Sprint, Kairin und Teamsprint. Wer hier gut abschneidet, der holt sich Punkte für die Weltrangliste und steigt somit höher. Vorbereitet ist Deborah auf alle Fälle und vielleicht holt sie ein paar Punkte für sich und ihr Team.